Guten Abend, willkommen bei Politik Live. Im Osten was Neues? Das ist die Frage, die wir uns nach dem jüngsten Ereignis in Russland heute stellen. Da zettelt Söldnerführer Jewgeni Prigoschin eine Revolte an, zieht Richtung Moskau und bläst dann den eigenen Vormarsch ebenso kurzfristig wieder ab. Wladimir Putin herrscht also weiter im Kreml und dennoch ist vieles nicht mehr so, wie es vorher war. Was in den letzten Tagen genau passiert ist, das fasst jetzt Felix Strasser zum Einstieg im Zeitraffer zusammen. So schnell die Revolte begonnen hat, so schnell war sie auch wieder vorbei. Am Freitag kritisiert der Anführer der Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, das russische Verteidigungsministerium scharf. Hintergrund: Seine Privatarmee sollte Anfang Juli aufgelöst und vom russischen Heer übernommen werden. Samstag früh besetzten Prigoschins Kämpfer die Stadt Rostow am Don im Süden Russlands. Der Marsch der Gerechtigkeit nach Moskau, so Prigoschin, beginnt. Unmittelbar darauf bezeichnet Präsident Wladimir Putin im TV die Wagner-Gruppe als Verräter, die hart bestraft werden sollen. Und doch marschieren die Söldner bis auf 200 Kilometer an Moskau heran. Samstagabend dann der plötzliche Rückzug von Prigoschin und seiner schwer bewaffneten Truppe. Der belarussische Machthaber Lukaschenko soll vermittelt haben. Schnell versucht Putins Russland, Normalität zu signalisieren. Putins erste Propagandaauftritte zeigen aber, wie groß dann doch die Demütigung durch diese Meuterei Prigoschins gewesen ist. Putin lobt am Montag die russischen Sicherheitskräfte, die das Land vor dem Bürgerkrieg bewahrt hätten. Übrig bleibt der Eindruck, Putins System bröckelt. Er ist angezählt, ein Stresstest für seine personalisierte Herrschaft, ein großer Stresstest für sein System. Ist es der Anfang seines Endes? Da wäre ich vorsichtig. Die Revolte selbst ist beendet. Was sie in Russland in Gang gebracht hat, bleibt noch unabsehbar. Wie sehr ist also Wladimir Putins Macht beschädigt und ist ein angeschlagener Diktator aus Sicht des Westens jetzt mehr oder weniger gefährlich? Was bedeutet das alles für den Krieg in der Ukraine und welche politischen Konsequenzen muss Europa ziehen? Darüber diskutieren wir mit diesen Gästen. Timothy Snyder ist Historiker an der Universität Yale in den USA und Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind Osteuropa und der Holocaust. Ursula Blasnik. Als Botschafterin vertrat sie Österreich in der Schweiz und Frankreich. 2004 bis 2008 war sie österreichische Außenministerin. Susanne Scholl, die Journalistin und Buchautorin, berichtete von 1991 bis 2009 mit Unterbrechung für den ORF aus Moskau. Wolfgang Müller, er ist Professor für russische Geschichte an der Universität Wien. Albin Rentenberger, der Major ist Militärstratege und Ukraine-Experte im österreichischen Bundesheer. Bevor wir uns jetzt von Russland aus über den Krieg in der Ukraine zur Situation nach Europa durchsprechen und arbeiten, möchte ich in einer ersten Runde mit Ihnen darüber reden. Was wird in einigen Jahren über diesen Aufstand, diese Revolte, wie immer man es nennen mag, die wir da jetzt erlebt haben? Professor Snyder, ich würde gern bei Ihnen beginnen. Was wird da in einigen Jahren in den Geschichtsbüchern stehen darüber? Ja, also ein guter Historiker ist nie sicher, aber mir scheint, dass was gerade passiert ist, das sind Details. Also das ist schockierend, aber die sind Details eines längeren Prozesses, nämlich vom Ende des Putin-Regimes. Solche Details, solche Momente, die schockierend sind, sind vorsehbar. Es wird weitere solche Momente kommen. Also ein Abschnitt im Ende Putins. Genau. Frau Blasnik, wie schaut Ihre Bewertung aus? Ist das der Beginn vom Ende Putins?
Das können wir heute noch nicht sagen. Es schaut nicht gut aus. Er hat sich bei der ganzen Aktion auch nicht wohlgefühlt. Das hat man ja gemerkt in seinen Stellungnahmen. Also da ist schon etwas in Bewegung gekommen und vor die Kulissen gekommen. Da ist ein Vorhang zerrissen. Wir haben einen Blick bekommen auf Teile dessen, was möglicherweise hinter dem Vorhang sein kann. Aber ich glaube, wir wissen einfach noch nicht genug, wo auf dieser Abwärtsskala wir diesen Moment historisch einordnen werden. Also die Richtung steht fest, aber an welchem Punkt wir jetzt sind, lässt sich noch nicht genau abschätzen. So würde ich sagen, ja. Susanne Scholl, langjährige Moskau-Korrespondentin, kriegt das die Öffentlichkeit in Russland mit, dass der Präsident da beschädigt worden ist? Ich glaube, die Öffentlichkeit hat das mitgekriegt seit Beginn des Krieges in der Ukraine. Das war der entscheidende Schritt sozusagen in Richtung Ende des Regimes Putin. Und die Leute wissen das auch. Aber was bei uns ankommt, ist ja die Oberfläche, die von Moskau kontrolliert wird. Das heißt, man sagt uns, die Bevölkerung steht ganz hinter Putin. Die Bilder in Rostov haben gezeigt, dass das absolut nicht so ist. Das ist die Stadt, die die Wagner-Söldner kurzfristig besetzt haben. Und die sind von der Bevölkerung dort begrüßt worden. Und das Militär und die Polizei haben sich nicht blicken lassen. Also es war eine sehr eigenartige Situation. Die regulären Streitkräfte haben offensichtlich alle und Sicherheitskräfte haben offensichtlich alle abgewartet, wie das ausgeht. Herr Professor Müller, Ihre Einschätzung, was wird da in den Geschichtsbüchern stehen? Wird das ein eigenes Kapitel sein oder eine Fußnote? Ich schließe mich den Vorrednern und Vorrednerinnen an. Es ist sicherlich ein Detail, nicht nur mit Blick auf das Ende der Ära Putin in Russland, sondern eben auch mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Also es ist ein Detail von beiden Ereignissen. Und das, was für mich ganz besonders frappierend gewesen ist, war eben, dass dieses Ereignis ein Instrument der Herrschaft Putins ganz klar gemacht hat, nämlich die Entpolitisierung der Menschen. Das, was ja für uns so bemerkbar gewesen ist, war ja, dass die Menschen weder so groß dafür noch so stark dagegen reagiert haben. Also diese Teilnahmslosigkeit. Das heißt, die Apathie der Bevölkerung, und das mag wohl auch ein Teil der Schwäche des Regimes heute sein. Dann gebe ich die Frage an den Militär weiter. Was wird da in der Militärhistorie bleiben? War das ein wirklich gefährlicher Vorstoß oder wie können wir das einordnen? Nun, ich denke schon, dass es ein gutes Beispiel ist für die Gefahr, die von Söldnern oder von privaten Sicherheitsfirmen, wie es ja auch genannt wird, ausgehen kann. Und es ist ein gutes Beispiel in der Geschichte, ein weiteres Beispiel, dass es für die Machthaber da durchaus Probleme gibt, wenn man diesen Kräften zu viel Spielraum lässt. Und wie sich das weiterentwickelt, werden wir jetzt natürlich aufmerksam beobachten müssen. Ich möchte bei der Person, bei der Position Wladimir Putins beginnen. Wir sind uns jetzt eigentlich durch die Runde relativ einig gewesen, dass sein Image Schaden genommen hat. Inwieweit verändert das seine Machtbasis? Inwieweit wird das in den nächsten Monaten sichtbar spürbar sein, Professor Snyder? Also meiner Meinung nach, ist seine Machtbasis schon schwacher, als man dachte. Und das, was passiert ist, also die Tatsache, dass es passiert ist, bedeutet, dass der Tag zuvor, dass es möglich war, ja, dass sowas möglich war. Ich glaube, wir haben schon mit einem kollektiven Putin zu tun. Für mich, also historisch gesehen, ist es ein bisschen wie 52 oder 53 mit Stalin. Er ist noch da, aber er ist nicht mehr dieser Stalin, er ist eher ein kollektiver Stalin. Also der mächtige Diktator ist schon nicht mehr wirklich greifbar. Ja, also der Mensch ist vielleicht noch da. 3 Jahre später ist er gestorben, oder? Aber ja, der Mensch ist vielleicht noch da, aber die Macht ist die Macht geht langsam weg. Die klingt so langsam aus. Wir sehen Putin jetzt plötzlich eine Fülle von Aktivitäten setzen. Fast jeden Tag spricht er im Fernsehen zur Nation. Er wirft sich in die Menge, wie wir das jetzt gesehen haben. Ist das der Versuch einer Wiedergutmachung, den Schaden auszumerzen aus seiner Sicht? Was mich frappiert, ist, dass er sich ständig widerspricht. Mhm. Also was er in der Früh sagt, er sagt dann etwas ganz anderes. Abends. Was mich fragt, ist, dass er niemand anderen als Lukaschenko
brauchte. Also den weißrussischen Diktator. Ja, also dass er Alexander Lukaschenko brauchte und dass es jetzt Lukaschenko ist, der sagen kann, na ja, ich bin hier in diesen russischen Sachen, ich bin hier der Herr. Also er spricht mehr als Putin eigentlich. Und erzählt, wie er da vermittelt hat und genießt diese Rolle. Hat und ohne mich gäbe es kein Moskau mehr, gäbe es kein Russland mehr, gäbe es keinen Putin mehr. Das sind erstaunliche Sachen, die er sagt. Also dieses Image, das sich Wladimir Putin da so gegeben hat, der vor Kraft strotzende, mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd sitzend, das ist passé. Also ich glaube, es gibt sicher Leute am Westen, die daran glauben. Oder geben zu, dass die daran glauben. Aber ich stimme zu, in Russland und sicher in der Ukraine eher nicht. Sie haben jetzt ein Stichwort gegeben, Leute im Westen, die daran glauben. Es war immer wieder zu hören, auch aus den USA, man dürfe Wladimir Putin nicht zu sehr in die Enge treiben, das mache ihn nur noch gefährlicher. Da haben Sie eine andere Meinung dazu. Ja, also zuerst, so viele Macht haben wir nicht. Also ein Tyrannei ist eine Tyrannei, es hat seine eigene Logik, es hängt nicht von uns ab. Ja, es hängt nicht von uns ab. Aber zweitens, wir haben schon gesehen, was passiert, wenn er absolut völlig hundertprozentig demütigt ist. Er hoppt ans Flugzeug an, er schreibt ein paar Speeches, er schreibt vielleicht einen Check aus. Eigentlich gar nichts ist passiert. Also jetzt wissen wir, was passiert ist, wenn er völlig demütigt wurde. Also wenn man ihn angreift, zeigt er auch Wirkung. Ja, also was gerade in Russland passiert ist, obwohl historisch gesehen das ein Detail ist, das ist viel mehr eine Demütigung als irgendwas, das womöglich in der Ukraine passieren könnte. Ja, also die Logik, dass die Ukraine zum Beispiel nicht den Krieg gewinnen dürfen, weil Putin demütigt sein könnte, das ist ganz illogisch. Das war immer ein Fehler. Und jetzt wissen wir empirisch, dass das ein Fehler war, weil wir die absolut vollkommene Demütigung Putin schon gesehen haben. Susanne Scholl, Professor Müller hat es angesprochen, die Apathie in der Bevölkerung. Das weiß eigentlich nichts Gutes, oder? Also erstens mal ist das so eine Sache mit der Apathie in der Bevölkerung. Ich persönlich war das letzte Mal vor der Pandemie in Moskau. Und die Kontakte nach Russland sind, wie es in einer Diktatur halt so ist, extrem schwierig. Also meine Freunde sind entweder weg aus Russland oder die dort sind sehr vorsichtig, was sie schreiben oder was man am Telefon überhaupt sprechen kann. Also das heißt, passt man wirklich auf während des Gesprächs, dass man kein falsches Wort sagt? Ja, absolut. Also es erinnert mich an die Zeit, als ich dort studiert habe in den 70er Jahren, wo wir, wenn wir was Wichtiges zu besprechen hatten, spazieren gegangen sind. Also da hat die Kommunistische Partei regiert, Brezhnev war Parteichef. Kommunistische Partei, also es war eine Diktatur, es war Brezhnev-Zeit und wenn man was Wichtiges zu besprechen hatte, ist man im Park spazieren gegangen. Und jetzt ist es wieder soweit. Es ist wieder soweit. Also ich habe den Eindruck, dass deswegen bin ich sehr skeptisch, wenn man sagt, ja, die Bevölkerung ist apathisch oder ist nicht apathisch oder die Bevölkerung steht hinter Putin. Ja, es gibt einzelne Leute, die natürlich diese Gehirnwäsche durch die gleichgeschalteten Medien dann auch irgendwie verinnerlichen. Es ist schon vorher passiert, dass man, wenn man hingekommen ist und mit dem Taxifahrer vom Flughafen in die Stadt gefahren ist, hat er einem alles erzählt, was er im Fernsehen gehört hat. Ich formuliere es jetzt zugespitzt. Ist dieser Bevölkerung ein Umsturz zuzutrauen? Absolut. Aber Umstürze sind ja nicht etwas, was die Bevölkerung macht. Also Umsturz ist etwas, was von oben kommt,
und wo sich die Leute dann anschließen. Aber gerade in Russland, wo das Wort Krieg, es ist ja auch kein Zufall, dass das Wort Krieg verboten ist. Nicht genannt werden darf. Das Wort Krieg ist ein Schlüsselwort. Also wenn man in Russland unterwegs ist, werden einem die Leute, egal worüber man spricht, irgendwann einmal sagen, nur ja keinen Krieg, nur ja keinen Krieg. Deswegen darf man das Wort Krieg eben nicht verwenden. Und ich glaube, dass jetzt, wo wir kennen ja die genauen Totenzahlen nicht, aber es sind sehr viele gefallen und es kommen, die Särge kommen halt irgendwann zurück. Auch wenn es Gerüchte gegeben hat, dass sie die Leute gleich an der Front begraben und ich weiß nicht was, aber irgendwann kommen die Totenmeldungen zu den Familien. Irgendwann merkt man, wer fehlt. Ja. Und da wissen die Leute dann schon, was los ist. Und das war so, aber dieses Land ist nicht so konstruiert, dass es sozusagen einen echten Aufstand von unten geben kann. Den gibt es sowieso nirgends. Also es sind immer die Eliten, die dann zu einem Wechsel führen. Rebellieren. Ja. Frau Plasnik, jetzt haben wir da die seltsame Situation erlebt, dass der weißrussische Diktator, Timothy Snyder hat es angeschnitten, zum Vermittler wird. Der Söldnerführer darf da nahezu ungestraft abziehen. Als erfahrene Außenpolitikerin, was liest man aus solchen Verhaltensweisen, aus solchen Symptomen, aus solchen Signalen heraus? Naja, dass Lukaschenko ein großes Interesse daran hat, sich irgendwie positiv zu profilieren, ist ja keine wirkliche Überraschung. Das ist überraschungsfrei. Er hat auch in diesem Prozess immer wieder versucht, sich einzubringen. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, 2014, 15, Minsk war damals ein Ort, wo man sich getroffen hat, wo man die Minsker Vereinbarungen versucht hat auszuarbeiten. Also einen Friedensvertrag nach also der Krimbesetzung. Also das ist schon etwas, wo er sehr schaut, dass er sich einbringen kann. Ob er sich selbst eingebracht hat, ob er irgendwo Order bekommen hat, sich einzubringen, wissen wir im Moment nicht. Ich hätte da meine Zweifel. Aber ich wollte eigentlich noch was zu Herrn Professor Snyder sagen, weil wir von den Geschichtsbüchern gesprochen haben. Also so, dass er eine Attrappe ist und dass er umfällt, wenn der erste Windstoß kommt, so sehe ich es nicht, ohne in übertriebene Panik auszubrechen. Aber ich glaube schon, dass er ein Kriegsverbrecher ist. Er bringt jeden Tag Menschen um, systematisch in der Ukraine. Er sperrt im eigenen Land diejenigen, die nicht seiner Meinung sind, ein oder vergiftet sie oder bringt sie um. Er hält die gesamte Bevölkerung. Die Leute, ja. Also die und wenn man eines Tages in den Geschichtsbüchern das erste wirklich sozusagen klassische Beispiel für jemanden, der das Verbrechen des Angriffskrieges losgetreten hat, Artikel 8 bis des Römerstatuts des Internationalen Strafgerichtshofs, das wurde erst später erarbeitet und ist völkerrechtlich angeblich noch nicht in Kraft. Aber wenn man diesen Artikel 8 bis durchliest, in jedem einzelnen Detail, dann steht vor dem inneren Auge Wladimir Putin. Denn das hat es auch noch nicht gegeben, dass jemand sich in den Fernseher stellt und einfach alles und schon vorher ankündigt, dass er also die Ukrainer und die Ukraine beseitigen wird, müssen aus seiner Sicht, und dass er dann auch wirklich Stück für Stück zur Tat schreitet. Also ich warne davor, dass man da ein bisschen jetzt zu viel Vorfreude empfindet über das Verschwinden Putins oder über den raschen Abgang von Putins. In autoritären Systemen wissen wir nie genau, wo die Triggerpunkte sind. Da kann schon vieles sehr schnell gehen. Aber ich würde jetzt wirklich mich scheuen, eine rasche Beurteilung angesichts dieser zum Teil ja auch lächerlichen Inszenierungen von mir zu geben. Das ist ja genau, was Professor Snyder gesagt hat. Zuerst macht er den grimmigen Mann in der Früh und sagt, er wird alle bestrafen und spricht von Brudermord und spricht von Dolch, der in den Rücken gesteckt wird. Und dann am Abend ist plötzlich alles wieder ganz anders. Da können die friedlich abziehen und den anderen wird gratuliert. Und also da untergräbt er ja massiv seine eigene Glaubwürdigkeit. Das ist ja on record. Also das kann jeder sehen. Gleichzeitig, und da möchte ich Professor Müller ins Spiel bringen, erleben wir jetzt die Situation, dass zu hören ist, dass Putin diesen Putschversuch, Umsturzversuch, wie immer wir es nennen, dazu benutzt, um da Leute, die nicht in seinem Sinn reagiert haben während dieses Samstags, aus dem Verkehr zu ziehen, verschwinden zu lassen. Und das Wort Säuberungen versuche ich zu vermeiden, aber genau das spielt sich doch jetzt eigentlich in Russland ab.
Dafür gibt es eine ganze Reihe von Anzeichen und das ist auch gar nicht überraschend. Das ist eine Tradition einerseits in Diktaturen, andererseits natürlich insbesondere in der Geschichte Russlands, dass nach einem derartigen Ereignis die unbedingte persönliche Loyalität des gesamten Apparates auf eine bestimmte Person, auf den Diktator hin überprüft wird und dort, wo sie in Zweifel steht, werden die Menschen entsprechend... General Surovikin, den hat man jetzt seit Samstag nicht mehr gesehen, den zweitmächtigsten General. Dazu gibt es eben Und ich habe das am Sonntagabend schon gesagt, da muss man sich anschauen, was jetzt mit dem passieren wird. Und das hat sich auch dann tatsächlich eingestellt. Und ich denke, dass wenn wir jetzt einen Schritt zurück machen, dann gilt es eben festzuhalten, dass dieses Ereignis, diese Militäre wollte, Schwächen im System Putin aufgezeigt hat, dass das System in einer Art und Weise nun danach reagiert, die soweit berechenbar und erwartbar gewesen ist, dass allerdings dennoch eine ganze Reihe von Überraschungsmomenten vorhanden gewesen sind. Einerseits militärisch ist bereits angesprochen worden, dass dieser Vormarsch so weit gehen konnte. Andererseits, und das habe ich eben vorher mit der Apathie gemeint, dass es keinen breiten Widerstand beispielsweise aus der Bevölkerung dagegen gegeben hat. Es hat keine Basismobilisierung gegeben. Und da muss ich Ihnen doch ein bisschen widersprechen. Es ist ja gerade das Element von Revolutionen, dass sie von der Basis herkommen und eben nicht von oben. In Russland sprechen wir immer von der Revolution von oben, aber das ist eigentlich per Definition ein Widerspruch. Es bedarf einer breiten Basismobilisierung und die hat es auch gegeben. Denken wir in der Geschichte, denken wir an Polen 1989 oder auch denken wir an die DDR. Also die samtenen Revolutionen, das wäre ein klassisches Beispiel für eine solche breite Basismobilisierung. Da bin ich gleich wieder in der Gegenwart zurück. Das ist eben das, was mich hier überrascht, dass es nicht zu sehen gewesen ist. Kein breiter Widerstand, keine Demonstrationen dagegen. Natürlich vor dem Hintergrund, das ist jetzt kein Werturteil, vor dem Hintergrund dessen, dass Menschen, wenn sie in Russland gegen den Krieg auf die Straße gegangen sind, gegen den Krieg unterschrieben haben, dass sie natürlich sehr rasch auch die Repression des Staates zu spüren bekommen. Aber das ist ein bisschen die Paradox, die am Herzen des Putin-Regimes liegt. Also er hat 20 Jahre lang gesagt, naja, es gibt keine Politik. Ja, also man sollte apathisch die ganze Zeit sein. Mhm. Und jetzt, wenn es eine wirkliche Krisis gibt, dann ist man apathisch, dann gibt es Apathie. Also was einmal der Waffe, der innenpolitische Waffe Putins war, ist jetzt gegen ihn gerichtet. Aber könnte es nicht sein, dass er jetzt hat er erkannt, wer seine Gegner im System sind, dass ihn das kurzfristig noch einmal stabilisiert, wenn er gegen die jetzt vorgehen kann, wenn er weiß sozusagen, wer seine Feinde sind, aufgrund dieses Aufstandes? Also ich glaube, er ist auf der Suche einer neuen Marktlogik, aber es gibt keine neue Marktlogik. Also ich glaube, er hat jetzt ein großes Problem mit Propaganda. Also wir haben nicht über Propaganda geredet, aber für seine Kontrolle in Russland ist Propaganda sehr wichtig. Und der Krieg ist unter anderem dafür, sodass man Material für Propaganda hat. Und jetzt ist eine Situation entstanden, wo es eigentlich schwierig ist zu reden, ohne sich wieder zu sprechen. Ich glaube, das ist hier sehr. Also er verheddert sich in der eigenen Propaganda sozusagen. Ja, also das für mich ist ein wichtiger Punkt über Prigozhin. Also Prigozhin hat das Putinische Propaganda gegen Putin benutzt. Also er hat das System, das Propagandasystem gegen Putin benutzt. Der Krieg ist da, sodass es Propaganda geben kann. Er hat die Probleme auch genannt. Aber dann ist Prigozhin der große Protagonist des Kriegs geworden. Und das ist ein Problem für Putin. Er hat das System gegen Putin genutzt. Und dann, wenn er seinen Moment hat, dann hat er, und das ist für mich sehr wichtig, er hat einmal in seinem Leben die Wahrheit gesagt. Also Prigozhin hat gesagt, naja, es gibt keine ideologische Gründung für diesen Krieg. Es ist nur ein Kolonialkrieg, ein Krieg, um die Ukraine zu erobern und dann die Ressourcen unter die russische Elite zu teilen.
Und das, also im Gegensatz zu allem, was Putin bisher sagte. Also das ganze historische Brimborium, das Putin aufgelistet hat. Ja, das klingt ganz plausibel. Also das ist ganz, also das ist ganz, das ist ganz, was man von dem russischen System eigentlich erwarten kann. Sollte. Aber es ist natürlich auch interessant, dass dieser Blick hinter den Vorhang etwas uns, glaube ich, bewusst gemacht hat. Und das ist, es handelt sich um mafiöse Strukturen. Es geht auch um einen Mafiakrieg. Es geht um eine Kleptokratie. Es geht um Geschäftsmodelle, die da im Laufen sind. Krieg ist ein gutes Geschäftsmodell. Und der Prigozhin ist der Erste, der das sozusagen auch offen plakatiert. Wir haben es gehört, Putin, er hat über eine Milliarde Weise, genau, pro Jahr Putin erhalten. Und ich erinnere mich ganz genau, wie Präsident Macron in Moskau war, zum letzten Mal, da hat er den Putin angesprochen auf Mali, auf die Situation in Mali und was die Wagners dort tun. Und Putin hat starr in die Kamera, freundlich lächelnd in die Kamera gesagt, Wagner hat mit dem russischen Staat nichts zu tun. Ja, also ich sehe es noch vor mir, weil ich vor dem Fernseher aufgesprungen bin und gedacht habe, also mehr Lüge geht jetzt nicht mit einer unschuldigeren Miene. Und jetzt sagt er uns plötzlich, dass er eine Milliarde, was weiß ich, in welchem Zeitraum zahlt und dass das Ding direkt finanziert ist vom russischen Staat. Von welcher Abteilung weiß ich auch nicht. Also die Zusammenhänge, die er vorher geleugnet hat, liegen jetzt offen am Tisch. Mafiöse Strukturen, und das sieht man. Daher vielleicht auch die Zurückhaltung der Menschen, die das ja durchschauen, sich hier öffentlich zu manifestieren und Seiten zu beziehen in einem Mafiakrieg, der sie nichts angeht in diesem Sinn. Auf der Ebene. Es ist ja nichts Neues. Also wir wissen seit 20 Jahren, dass das putinsche Regime ein mafiöses Regime ist. Das ist bekannt und die Leute in Russland wissen das auch. Aber wie wollen sie in einer Diktatur auf die Straße gehen und vor allem, solange sie nicht wissen, wer gewinnt? Und das war an diesem Wochenende mit Wagner nicht klar. Und solange es nicht klar war, haben sich ja auch die offiziellen Sicherheitskräfte nicht blicken lassen. Also es ziehen alle eher den Kopf ein und schauen, was passiert. Das ist gelerntes Sowjetbürgertum. Man geht in die innere Emigration und zieht den Kopf ein und schaut, dass man sein kleines Leben irgendwie in Sicherheit behält. Es geht auch nicht anders. Was soll man, was ich hier immer wieder zu hören kriege, vor allem auch von ukrainischen Freunden, ist, ja, aber die Russen sind ja nie auf die Straße gegangen gegen den Krieg. Das stimmt erstens nicht. Es hat Demonstrationen gegeben, nur die sitzen jetzt alle im Gefängnis und sind alle verurteilt worden zu 8 bis 9 Jahren. Und zweitens einmal schaue ich mir alle, die das jetzt so großspurig sagen, hier an, wie sie in einer Diktatur großartig mutig auf die Straße gehen und ihre ganze Existenz aufs Spiel setzen. Mit einem Schlag. Ja. Wir haben jetzt viel über Propaganda gesprochen, über diese Söldnertruppe. Also Blasnik hat es erklärt auch, dass man jetzt weiß, dass die direkt vom russischen Staat finanziert worden sind. Herr Rentenberger, Sie als Militär, diese Söldnertruppe, wir reden von etwa 25.000 Mann, die da im Einsatz waren, das waren doch eigentlich diejenigen, die Putin im abgelaufenen Jahr den einzigen militärischen Erfolg beschert haben. Hat er mit deren Abgang oder mit deren Abtritt jetzt eigentlich seine schärfste Offensivwaffe verloren? Und ich weiß nicht, ob man von der schärfsten Offensivwaffe sprechen kann, aber er hat sicher ein sehr potentes Mittel verloren. Eine Truppe, die er dort einsetzen kann, wo es wirklich blutig ist, in Bachmut, eine unglaublich blutige und verlustreiche Schlacht. Und dort hat er eine Truppe einsetzen können, die gut ausgestattet und gut ausgebildet war und die auch eine relativ hohe Kampfmoral hatte, die gut bezahlt war. Und an deren Spitze eben Jewgeni Prigozhin stand, der sich auch für sie eingesetzt hat, der gesagt hat, wir kriegen nicht die Munition und die Mittel und der sich damit auch ein bisschen als Sprachrohr für den einfachen Soldaten profiliert hat aus meiner Sicht. Und da darf ich vielleicht aufgreifen, was der Herr Professor Snyder gemeint hat. Jetzt stellen Sie sich vor, dieser Mann, der so ein bisschen dieses Sprachrohr des einfachen Soldaten ist, der diese Missstände, diese Munitionsmangel, die Dinge beim Namen nennt. Und plötzlich spricht der an, dass der Krieg aus komplett unlauteren Motiven erfolgt und das Ganze Und quasi, dass wir alle belogen wurden, also aus russischer Sicht. Und das hat natürlich schon eine Auswirkung oder muss aus meiner Sicht eine Auswirkung zumindest längerfristig auf die Kampfmoral der Soldaten haben. Also bis jetzt haben die meisten Analysten gesagt, dass die Auswirkungen
dieses Wochenendes, das wir da in Russland erlebt haben, so gut wie keine Folgen für den Krieg in der Ukraine hat, hat es aber auf verschiedenen Ebenen dann doch. Also ich würde es so sagen, das Chaos hat zu kurz gedauert, um jetzt wirklich am Schlachtfeld erkennbar gewesen zu sein. Also das war zu kurz, als dass sich das ausgewirkt hätte. Aber die Ukraine kann da Hoffnung schöpfen, weil es gibt neben diesem Moralaspekt, den ich angesprochen habe, durchaus zum Beispiel den Bereich der Führung. Wir wissen, dass Autoritäre oder Autokraten oft auch mit Paranoia reagieren. Und wenn jetzt da begonnen wird, bei den Führungskadern, das Wort Säuberung ist gefallen, dann wird es natürlich auch einen Qualitätsverlust der russischen Führung zur Folge haben. Surowikin, General Surowikin gilt doch als einer der kompetentesten Generäle und wurde ja eigentlich auch deswegen im Jänner abgesetzt, weil man ihm so eine enge Verbundenheit zu Prigozhin. Er musste in die zweite Reihe zurücktreten und ist jetzt seit Samstag nicht mehr gesehen worden in der Öffentlichkeit. Ja, wir werden sehen, ob das jetzt was zu bedeuten hat. Es gibt da die verschiedensten Gerüchte, da kann man jetzt noch nichts dazu sagen. Aber wenn, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass hier Führungskräfte jetzt ausgetauscht werden. Und Führungskräfte austauschen ist immer natürlich hat einen Schwächemoment zur Folge. Ganz schnelle Einordnungsfrage in die Runde mit einem kurzen Signal. Kann sich der Prigozhin da in Weißrussland seines Lebens sicher sein? Susanne Scholl schüttelt den Kopf. Also ich glaube nicht. Ich glaube, er wird entweder einen Autounfall haben oder eine Stiege hinunterfallen oder sowas. Ich glaube, der ist schon weg. Und nur noch von wegen Weißrussland und Lukaschenko und die Profilierungssucht des Lukaschenko. Lukaschenko hätte keinen Schritt getan, wenn ihm das Putin nicht gesagt hätte. Der hängt am Tropf, also, Putins. Ohne Putin wäre er sofort weg. Das heißt, er hat nur getan, was ihm sein Chef befohlen hat, indem er Prigozhin diesen Ausweg nach Weißrussland. Ich glaube, also Prigozhin und damit zum Großteil auch die Wagners sind weg. Das Problem ist, dass es ja noch andere solche Gruppen gibt und zum Beispiel die Kadirovzi, also die Tschetschenien vom tschetschenischen Präsidenten Kadirov. Und da ist in der Ukraine natürlich eine Situation, die überhaupt sehr tragisch ist, weil ja sehr viele, die aus Tschetschenien flüchten mussten, in die Ukraine gegangen sind. Die Ukraine hat seinerzeit während der Tschetschenienkriege sehr viele tschetschenische Kämpfer und Flüchtlinge einfach aufgenommen. Und das heißt, dass wir in der Ukraine jetzt neben allen anderen Schrecklichkeiten auch noch eine Art Bruderkrieg zwischen Kadirov-Leuten und Tschetschenen, die in der Ukraine im Exil sind. Das brennt, die brennt dort aufeinander. Ich möchte das jetzt weiterziehen, was wir gehört haben, dass das sehr wohl Auswirkungen auf die, sagen wir es, Moral der russischen Soldaten haben wird, was sich da am vergangenen Wochenende abgespielt hat. Man hört jetzt immer öfter die Prognose, dass Putin diesen Krieg nicht mehr gewinnen kann. Dann liegt es eigentlich am Westen, wie dieser Krieg ausgeht. Wenn der Westen weiter die Ukraine unterstützt, kann Putin eigentlich nicht gewinnen. Ist da ein Denkfehler drin, Professor Snyder? Ja, ich glaube schon. Also wenn man an die Sache ökonomisch oder militärisch anschaut, eigentlich hat Russland lange her verloren. Also dieser Krieg war nie in der Interesse Russlands. War gegen Russlands. Den Westen nicht zu gewinnen. Nee, genau. Also die einzige Waffe, die Putin sehr gut verwendet hat, ist die psychologische. Also, dass wir daran glauben, wir dürfen nicht gewinnen, die Ukraine dürfe nicht gewinnen, weil es könnte dann ein Demütigen geben und so weiter und so, oder eine Eskalation, das sind die Worte. Aber es gibt keine Eskalation und wenn es eine Demütigung gibt, das ist gut, das ist nicht schlecht. Es muss eine Demütigung geben, sodass dieser Krieg zum Ende kommen kann. Das ist ganz natürlich. Es gibt keinen Krieg. Es gibt kein Ende von einem Krieg ohne Demütigung. Also ja, Ukraine kann gewinnen. Das ist seit einem Jahr klar. Und eigentlich, wir sind hier. Also was, Sie haben recht. Also es hängt von uns ab. Wir müssen die Ukraine zu gewinnen helfen, aber wir müssen auch die Russen zu verlieren helfen. Weil das Beste für die Russen ist auch, dass dieser Krieg am baldesten zum Ende kommt. Sie haben im Herbst 2022 geschrieben, wenn der Druck
an der Front auf Russland zunimmt, hat das Auswirkungen im Inland. Das ist das, was eigentlich eingetreten ist. Das ist schon geschehen und es wird nochmal geschehen. Also das, so ist das. So, das ist nicht, ja, das ist Clausewitz. Also ein Krieg kann nur zum Ende kommen, wenn man den Druck am innerpolitisch fühlt. Ein deutscher Militärstratege des 19. Jahrhunderts, der gesagt hat, dass der Rückzug die schwierigste militärische Bewegung ist. Das habe ich mitgenommen. Unter anderem. Frau Plasnik, teilen Sie diese Ansicht, dass es eigentlich am Standvermögen, an der Ausdauer des Westens liegt, wie das alles endet, dass es Putin eigentlich nicht mehr selbst in der Hand hat? Ich tue mir schwer, ehrlich gesagt, mit den Begriffen Gewinnen und Verlieren und Sieg und Niederlage. Aber ich bin nicht Historikerin, sondern Juristin und Praktikerin. Also da sehen die Dinge dann ein bisschen anders aus. Ich will schon auch auf den Tisch bringen, dass die Europäer, die Europäische Union, die Ukraine wirklich unterstützen, tatkräftig vom ersten Tag an unterstützt haben. Und werden Sie das auch weiter tun? Das ist da natürlich, es sitzen zur Stunde, jetzt wo wir reden, sitzen die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammen und beraten genau über dieses Thema. Wir haben, ich glaube, 11,5 Milliarden bis jetzt investiert, einfach auf der finanziellen Seite. Wir haben sehr viele Ukrainer in unseren Ländern aufgenommen. Wir haben der Ukraine, und das ist ein sehr ungewöhnliches, wirklich geopolitisches Signal, das wir hier gesetzt haben, ihr den Beitrittskandidatenstatus zur Europäischen Union gegeben. Das gut, ist wann das schlagend wird, das kann noch wirklich, weit, weit weg sein. Es ist ein ganz wichtiges Signal, denn überlegen Sie, wie viele Jahre, gar Jahrzehnte einzelne Balkanländer, und das sind auch Nachbarn, darum gekämpft haben, dass sie überhaupt diesen Beitrittskandidatenstatus bekommen. Das ist keine unumstrittene Geschichte innerhalb der Europäischen Union. Also hier ist sehr viel geschehen, was wir tun, und deswegen meine Skepsis zu der Begrifflichkeit von Sieg und Niederlage und Gewinn. Wir unterstützen die Ukraine in ihrer Selbstverteidigung. Sein, wir haben hier ob die Grenzen Aggressor wiederhergestellt sind oder nicht. Wir werden, darüber möchte ich jetzt auch lieber noch keine Aussage treffen. Warum? Es gibt viele kriegerische Auseinandersetzungen, auch Angriffskriege, die dann eingefroren sind an einer bestimmten Stelle, aus Gründen, die wir jetzt lang diskutieren können. Aber sozusagen in diesen absoluten Begriffen, was ist Sieg oder Niederlage und es geht nur um das eine oder um das andere, damit tue ich mir schwer. Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Recht, in ihrem internationalen Recht, in der UNO-Charta verankerten Recht auf Naturrecht, sagt die Charta der Vereinten Nationen sogar, auf Selbstverteidigung. Aber das gleichzeitig tun wir. Und sagen das ist auch der die EU-Spitzen immer wieder, dass Putin seine Kriegsziele nicht erreichen darf. Die Kriegsziele von Putin haben sich ja die ganze Zeit laufend verändert. Das ist ja auch ein interessanter Teil dessen, was in den letzten Tagen an die Oberfläche gekommen ist in Wirklichkeit. Am Anfang ist es gegangen um einen imperialistischen Krieg in der regionalen Krieg, Angriffskrieg. Sozusagen, wir holen die ehemalige Provinz wieder zurück. Und da hat sich Putin ganz ordentlich getäuscht. Dann sind die Ziele immer kleiner geworden. Und dann sind die Ziele nicht unbedingt kleiner geworden, sondern sie haben sich geändert, auch vom Narrativ, wenn man ihm zuhört, was jetzt eigentlich das für ein Krieg ist und die Begründung. Denn Professor Snyder hat ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, in diesen 5 Sekunden Wahrheitsblitz von dem, was Prigozhin gesagt hat, nämlich, dass keine Rede von Nazis ist und keine Rede von einer Gefahr, die da für Russland droht. Genau das Gegenteil, sagt Putin. Er hat ja diesen imperialistischen Angriffskrieg in der Region umgemünzt zu einem Krieg gegen den Westen, zu einem Krieg gegen die NATO und, das ist das Gefährliche dabei, zu einem Krieg, wo er jetzt versucht, der Welt zu erklären und vor allem den Russen zu erklären, es geht um die Existenz Russlands. Aber wenn ich als Historiker ein Wort sagen darf, also die Kategorie Imperialismus ist sehr wichtig, nicht nur für Russland, aber auch für Europa. Also für mich, ich kann den europäischen Integrationsprozess ohne die Kategorien Niederlage und Sieg nicht verstehen. Also dafür, dass es ein europäischer Integrationsprozess entstehen könnte, musste Deutschland einen Krieg verlieren. Und dann musste Frankreich auch in Algerien einen Krieg verlieren. Portugalien und Spanien und Belgien musste auch in Afrika verlieren. Also der ganze Prozess von Integration ist mit Krieg
verbunden. Die Europäer denken daran nicht gern, aber so ist das. Und ich glaube, deshalb die Zukunft der europäischen Integration hängt auch von der Niederlage von Russland ab. Ich glaube, dass wir da sind wir nicht weit auseinander. Ich sehe aber als Europäerin natürlich die europäische Geschichte, auch die europäische Entstehungsgeschichte ein bisschen anders. Also ich will jetzt keine Imperialismusdebatte lostreten, sondern nur einfach sagen, dass wir natürlich mit unserem Modell, mit dem wir basierend auf dem Versöhnungswerk im Wesentlichen zwischen Deutschland und Frankreich, uns dazu entschlossen haben, ein Modell, das halt ziemlich einzigartig in der Welt ist, voranzutreiben. Und wir haben diesem Modell auch sehr geglaubt. Wir haben geglaubt, dass alle anderen eigentlich dann auch zur Überzeugung kommen werden, dass es genügt, wirtschaftlich gute Verbindungen aufzubauen, die nicht mehr auflösbar sind in Wirklichkeit. Und dann werden wir damit sozusagen den Frieden festigen. Was sich als Zugschluss erwiesen hat. Das hat sich als nur Teilwahrheit herausgestellt. Und da müssen wir jetzt einfach auch zugestehen, dass wir nicht mit der Existenz von Gewalttätern, Kriegsverbrechern in der unmittelbaren Nachbarschaft gerechnet haben. Ich habe ja auch gesagt als Außenministerin, die blutigen Kriege auf dem Balkan waren die letzten kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem europäischen Kontinent. Sind sie nicht. Ich möchte den Professor Müller einbinden. Bewusst stelle ich Ihnen die erste Frage, bevor ich sie dem Gast aus Amerika stelle. Wladimir Putin spekuliert auch darauf, dass 2024 im November unter Umständen Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen könnte, mit allen Fragezeichen, die damit verbunden sind. Ist das eine berechtigte Hoffnung? Müssen wir uns aus Sicht Europas eigentlich vor dieser Wahl fürchten? Das müssen Sie einen USA-Spezialisten fragen, aber ich denke, die Frage zielt in die richtige Richtung. Nämlich, dass man auch gerade aus der westlichen Perspektive sich des Status quo der Unterstützung der Ukraine niemals zu gewiss sein darf, eben weil gerade sowohl in den USA als auch innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Mitgliedstaaten eine ganze Reihe von politischen Veränderungen immer wieder anstehen. Es gibt auch in Russland eine Reihe von Politikwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die gesagt haben, na warum gerade 2022, und da war die neue deutsche Bundesregierung noch nicht so lange im Amt und es hat eine Präsidentschaftswahl in Frankreich gegeben. Wenn man alleine rechnet, wie viele Wahlen und auch wie viele Regierungswechsel es im Westen seit Kriegsbeginn gegeben hat, dann sieht man auch, wie labil, könnte man sagen, dieser Konsens ist, der auf westlicher Seite besteht. Auch wir brauchen nur über die österreichisch-ungarische Grenze zu schauen, oder wenn wir dann weiterschauen in Richtung Slowakei, dann wird sich dann möglicherweise unter der neuen Regierung auch das eine oder andere verändern. Aber ich möchte jetzt auf zwei Punkte noch einmal zurückkommen. Zum einen, ich glaube nicht, dass sich die Kriegsziele Russlands oder Präsident Putins grundlegend verändert haben. Sie werden, da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Bundesministerin, anders präsentiert und anders verpackt, auch angepasst an den aktuellen Fortschritt, aber das Kriegsziel, die Ukraine als einen unabhängigen Staat und eine unabhängige Nation zu beseitigen, auszuschalten und auch gleichzeitig den Westen vorzuführen und zu demütigen. Ich glaube, daran hat sich nichts Grundlegendes geändert. Was nun die Friedensordnung betrifft, muss aus meiner Perspektive der folgende Punkt der entscheidende sein, nämlich, dass es sich um einen tatsächlichen Frieden handelt. Einen nachhaltigen Frieden, nicht irgendwelche Diskussionen jetzt, wo eine Grenze verläuft, weil das ist etwas, was die Menschen immer wieder oder viele Menschen auch immer wieder umtreibt, und die, so sagen sie, na ja, die sollen doch ein paar Territorien abtreten und dann ist Frieden. Das ist ein Trugschluss, sondern es muss ein nachhaltiger Frieden sein, der sicherstellt, dass eine Bedrohung ausgeschaltet ist, nicht dass der nächste es Krieg schon wieder Sicherheitsgarantien für das betreffende Land gibt, dass die Bevölkerung auch in den derzeit besetzten Gebieten befreit wird, dass sie ohne Angst leben kann, ohne terrorisiert zu werden, dass nicht Kinder verschleppt werden, dass nicht Menschen umerzogen werden und eingeschüchtert werden. Und dieser Zustand wäre dann ein Frieden. Und genau darum geht es. Und was das dann impliziert, sei es nun eine Niederlage, sei es ein Sieg, wie auch immer das dann bezeichnet wird, ist meines Erachtens sekundär. Es gibt, und da bin ich ganz bei Professor Snyder, bei dir, dass natürlich in der
Geschichte Russlands immer wieder argumentiert wird, dass eigentlich für die innere Entwicklung Russlands die äußeren Niederlagen oft vorteilhafter gewesen sind als die Siege, wenn man zum Beispiel an den Krimkrieg denkt. Aber ich bin schon wieder zurück in der Gegenwart. Also ich möchte diese Diskussion vielleicht ein bisschen aus meiner Perspektive beiseite stellen und sagen, das Entscheidende ist es, ein nachhaltiger Frieden in Freiheit für das betroffene Land, für die betroffene ein Bevölkerung. Nachhaltiger Frieden, Herr Professor Snyder, Sie sind Historiker. Ich würde zum Abschluss, die Uhr ist schon ein wenig vorangezogen, die Gelegenheit benutzen, mit dem Historiker in die Zukunft zu schauen. Wenn ein Frieden gelingen sollte, wenn dieser Krieg zu einem Ende kommt, wie wird unsere Welt danach ausschauen? Ja, also weil wir in Österreich und in Wien sind, ich würde gerne mit allen zustimmen. Also so ein Frieden muss von einem klaren Sieg zuerst bestehen und dann von der ganz vollen europäischen Integration bestehen. Also zuerst Sieg und dann europäische Integration. Wie wird die Welt danach ausschauen? Wird sie sicherer geworden sein, ja, oder stehen wir in einer instabileren Welt mit Blöcken, die sich gegenseitig misstrauen? Es gibt niemals volle Stabilität. Also ich glaube, wir verwenden dieses Wort zu oft. Was wir haben jetzt in Russland, ist keine Stabilität, sondern Willkür und Tyrannei. Ich glaube, was kommt nach dem, könnte viel besser sein. Das ist ein zumindest ansatzweise optimistischer Blick in die Zukunft. Ich bedanke mich fürs Einsichten teilen. Ich bedanke mich fürs Diskutieren bei unseren Gästen hier. Bei Ihnen sage ich danke fürs Zuschauen. Hier auf ORF3 geht es jetzt weiter mit Kabarett. Alex Christan, Gerry Seidel und Thomas Dipschitz stehen in dieser Reihenfolge für Sie bereit. Ich wünsche einen guten Abend. Bleiben Sie uns gewogen.